Bist du nicht der, der mit dem Drachenlord ein Interview geführt hat? Das ist seit 2015 mein alltäglicher Begleiter. Und wenn ich sage alltäglich, dann meine ich das tatsächlich so, weil mich scheinbar wirklich jeder aus diesem Video kennt oder wahnsinnig viele Menschen kennen das Video von mir, auch wenn sie mit Metal, mit meinem eigentlichen Thema, überhaupt nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite versuche ich seit 2015, mich mit diesem Thema, mit Rainer Winkel und dem Drachenlord eigentlich auch nicht mehr weiter zu beschäftigen. Ich bin eigentlich raus aus der ganzen Sache. Und ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass auch Rainer aus dieser Sache raus wäre, dass er in den letzten Monaten, in den letzten Jahren verstanden hätte, was er in den letzten Jahren vielleicht falsch gemacht hat. Aber scheinbar ist dem nicht so. Ich habe gerade erst wieder ein Video von Herrn Newstime gesehen. Neueste Vorkommnisse von der sogenannten Drachenschanze dargestellt wurden von Leuten, die dort immer noch hinpilgern, die dort immer noch ihren Schabernack treiben und einem Rainer, der immer mehr und immer mehr durchdreht. Ja, laute Schreie, die durch das ganze Dorf hallen quasi. Und dabei dachte ich wirklich, es sei ruhig um ihn geworden. Ich dachte wirklich, er hätte aufgehört. Er hatte auch eine ganze Weile auf YouTube keine Videos mehr veröffentlicht. Und die, die er jetzt produziert, die sind eigentlich, ja, eigentlich geht es da, weil er Kommentare und Bewertungen ausgeschalten hat und auch irgendwie aufgeräumter wirkt als in seinen Videos von früher. Aber das Phänomen scheint noch nicht abgeklungen zu sein und man kennt solche Persönlichkeiten, solche Internetphänomene, ich sag mal, man kann es wirklich so sagen, Internetphänomene, die mehr oder weniger zu Memes geworden sind, auch aus den Staaten. Und der wird ja schon seit, ich weiß nicht, 15 Jahren ist der im Gespräch und kommt auch immer wieder an die Oberfläche. Es gibt immer wieder neue Skandale um diese Person und ich fürchte fast, dass es beim Rainer mittlerweile genauso ist. Ich kenne die ganze Causa Winkler mittlerweile schon seit 2012 oder 2013 und mein erster Kontakt damit war auf dem Partisan, wo mir jemand aus der Gruppe, wo ich gezeltet habe, ein Video von ihm gezeigt hat und die Gruppe hat über ihn gesprochen. Und mir kommt es so vor, als gehörte diese Gruppe zu den ersten, die sich mit dem Drachenlord auf diese Art und Weise auseinandergesetzt haben. Also ich sag mal, als diese klassischen Hater oder Trolle. Und ich habe das natürlich auch im Auge behalten, weil es natürlich auch spannend ist zu erfahren, was es für YouTuber oder für Leute im Netz in der Szene gibt. Ne? Das war so die Prämisse, unter der ich das als erstes angeschaut habe. Und das erste, was ich gesehen habe, war ein Tanzvideo. Und da dachte ich mir dann so, okay, oh, sowas muss man eigentlich nicht posten. Wenn ich das jetzt mal rückblickend betrachte, war das eigentlich noch mega harmlos. Und in den nächsten Monaten, die jetzt folgen sollten, sah man zunehmend einen Rainer, der immer mehr die Distanz vor dem verlor, was das Netz ihm als Möglichkeit gab. Vor den Menschen, die vor den Bildschirmen saßen und ihn zu immer mehr anstachelten, mehr oder weniger. Ne? Und ich glaube, dass ihm einfach dieses Distanzverhalten fehlt. Vielleicht diese Fähigkeit einzuschätzen, wann meint es jemand gut mit mir und wann meint es jemand schlecht mit mir. Dass das einfach fehlt und er deswegen immer wieder in Situationen gerät, wo er verarscht wird, ausgenutzt wird. Und eben auch auf der anderen Seite mega schnell so Bindungen eingeht, wie jetzt mit Erdbärchen. Damals, als er dann live den Heiratsantrag gemacht hat, wo, das muss man auch dazu sagen, ich vorher noch mit ihm telefoniert habe und meinte, Rainer, lass das, die verarschen dich, das ist nicht real, mach das nicht. Und er, glaube ich, sogar zu mir gesagt hat, dass es schon sein könnte und er sich dem jetzt einfach stellt. Ja, also ich habe es auch sehr oft und sehr lange versucht, ihm Tipps zu geben und ihm da irgendwie zu helfen. Aber er nimmt die Hilfe auch nicht an. Vielleicht, weil er immer und immer wieder enttäuscht worden ist früher, wenn ich Menschen versucht haben zu helfen und immer wieder seine Gutgläubigkeit genutzt haben, um ihn zu verarschen. Also vielleicht liegt es daran, dass er einfach auch völlig beratungsresistent ist. Naja, und jedenfalls habe ich dann nach dieser Geschichte mit dem Heiratsantrag und nachdem ich ihm wirklich versucht habe zu helfen, habe ich dann gesagt, so, für mich ist das Thema jetzt durch. Hier kommt ein klarer Cut, ich beschäftige mich jetzt nicht mehr damit. Und dann ging er zum Streaming über, war auf YouNow und dann hat sich seine Bahn halt auch ein bisschen verloren für mich. Und
ist er wieder da. Und jetzt wird deutlich, dass dieses Problem immer noch nicht aus der Welt geschafft ist. Jetzt wird deutlich, dass die Menschen immer noch zu ihm hinpilgern. Und ich frage mich, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, da rauszukommen? Gibt es eine Möglichkeit für ihn oder für Menschen generell? Das ist vielleicht so das, worum es jetzt am Ende gehen soll. Gibt es für jemanden, der über Jahre lang im Internet fertig gemacht worden ist, auch jahrelang einen Teil dazu beigetragen hat, dass das der Fall ist, gibt es für solche Menschen, die dann auch ihre Adresse veröffentlichen, die wirklich im Fokus des allgemeinen Interesses stehen und so populär sind, dass wirklich jeder auf dieser Plattform sie kennt, gibt es für solche Menschen überhaupt noch Möglichkeiten zu entkommen? Und ich fürchte, die einzigen Möglichkeiten sind entweder, man hört auf mit dem Internet, also komplett, man loggt sich einfach mal für ein paar Jahre aus auf solchen Plattformen wie Google, auf Juna und so weiter und so fort und gibt den Leuten nicht mehr die Möglichkeit, sich immer wieder und immer wieder aufs Neue an den Inhalten aufzugeilen. Und auf der anderen Seite, man muss dann auch einfach umziehen. Man muss einfach umziehen und sein komplettes, gewohntes Umfeld verlassen. Es hat Tanzverbot ein paar Mal gemacht, weil er auch immer wieder aufgespürt worden ist, zumindest hat er das behauptet. Und Rainer ist nun mal mit seiner Adresse öffentlich. Die Frage ist nur, ob es überhaupt möglich ist, die zu verlassen, weil das Haus zu verkaufen wird sicherlich nicht möglich sein. Eine Wohnung zu bekommen ist für ihn sicherlich auch nicht einfach, weil die Finanzsituation auch nicht so optimal aussieht. Also ich glaube, er sitzt momentan richtig in der Klemme. Er ist mehr oder weniger gefangen in diesem Haus, gefangen in dem, was er als Person ist und auch gefangen in dem, was er macht, weil er nicht aufhören kann mit YouTube, weil das seine einzige Möglichkeit irgendwie ist, Geld zu verdienen. Er braucht YouTube, er braucht die Fans und er braucht den Hass, um überleben zu können, aber auf der anderen Seite macht das ihn auch immer wieder kaputt und immer weiter kaputt. Das ist eine ganz, ganz schlimme Situation, in der er sich befindet, aus der er sich nicht befreien kann. Er kann nicht raus, solange ihm niemand hilft oder solange sich kein wirklicher Perspektivwechsel ankündigt. Ich würde jetzt wahnsinnig gern mal wieder mit Rainer sprechen. Einfach auch so im Vergleich zu dem, was ich 2015 mit ihm besprochen habe, bevor das Ganze losging, bevor alles so schlimm wurde. Und ob es möglicherweise für ihn eine Perspektive gibt. Das würde mich interessieren. Ich weiß aber nicht, wo ich nachreichen kann, tatsächlich. Ja. Was haltet ihr von dem Phänomen Rainer Winkler? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Habt ihr vielleicht auch Anteil an dieser Story oder seid ihr vielleicht auch nicht ganz unschuldig? Kennt ihr eine Möglichkeit, wie man da rauskommen könnte? Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.